Wir möchten Ihnen gerne heute die Methode Marthe Meo vorstellen, erklären und möglichst auch nahebringen. Und insofern gebe ich jetzt zuerst mal ein paar Informationen. Was ist überhaupt Marthe Meo? Ja, Marthe Meo heißt aus eigener Kraft und bedeutet eben eine bestimmte videogestützte Form der Kommunikation mit Menschen, die besondere Bedürfnisse haben. Kommt aus den Niederlanden die Methode. Marthe Meo und Maria Arz hat sie nämlich erstmalig eingesetzt und angewandt in der Arbeit mit Kindern, und zwar mit autistischen Kindern, die in einem Heim lebten, also stationär untergebracht waren. Und da kam irgendwann mal eine Frau auf die Maria Arz zu und sagt: Mensch, wie machst du das, dass du immer in Kontakt mit meinem Kind kommst? Ich bin die Mutter und ich will auch in Kontakt kommen. Wie machst du das? Und da ist sie auf die Idee gekommen, ich halte das einfach fest und nehme das auf und erkläre diese Methoden. Die hat das dann quasi professionalisiert und heute wird das in ganz vielen Bereichen angewandt. Also von der Kinderarbeit, vom Kinder- und Jugendlichenbereich ist das dann weitergegangen, auch in den Suchtbereich, dann vom stationären Bereich, also sprich in Einrichtungen, Heimen, wurde das dann jetzt zunehmend auf den ambulanten Bereich übertragen. Und das war so unser Ansatzpunkt, zu sagen, Mensch, Marthe Meo, so in der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen und auch in der Psychiatrie allgemein, da erzählt die Frau Graf was zu, kann das eigentlich auch im ambulanten, also im häuslichen Bereich, gut eingesetzt werden. So. Und das hat uns irgendwie nicht mehr losgelassen und gepackt. Genau. Und dann haben wir geguckt, wie kriegen wir das umgesetzt. Wir wollten es weiterentwickeln. Und dann haben wir einen Antrag gestellt bei der Caritas-Stiftung in Köln. Und die haben uns unterstützen uns mit einem ganz kleinen Stellenanteil, den wir dafür nutzen können. Denn unsere andere Arbeit geht ja weiter. Und wir haben angefangen, diese Ausbildung zu machen, von der wir eben schon berichtet haben. Es haben auch noch mehr Kollegen angefangen, diese Ausbildung zu machen. Und wir haben uns spezialisiert auf die Bereiche Angehörigenberatung, und zwar Angehörige von Demenzkranken, aber auch Angehörige von psychisch Kranken. Und dann ist uns aufgefallen, was wir unseren Angehörigen zeigen, das können wir natürlich unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern zeigen, weil die können auch gut Handwerkszeug gebrauchen. Und es ist eine Methode, die sehr einfach ist, sehr eingängig, viel mit Bildern arbeitet, die auch im Kopf bleiben und wo man sich auch nicht die ganze Methode auf einmal anguckt, sondern sozusagen kleine Mosaiksteinchen und die dann auch übt, reflektiert, wieder übt und dann irgendwann sagt, ja, das ist jetzt meins, und dann machen sie auch nicht mehr weiter. Das ist also nicht sehr komplex, sehr praktisch und an ihren Fähigkeiten angedockt. Also das ist ja dieses aus eigener Kraft, heißt eigentlich, jeder hat diese Kraft in sich, gut zu kommunizieren. Er muss es nur manchmal gezeigt bekommen, wo seine Kraft ist. Oder auch bewusst gemacht wurde. Das wäre die Konsequenz, ne? Wenn ich es zeige. Ja. Und dann auch den Auftrag zu bekommen, üb das mal. Guck mal, wie schön du das machst, üb das mal. Ne? Im Kontakt mit den Dementen, die sie betreuen, in Kontakt mit den psychisch Kranken, die du in Bornheim begleitest, auch in Kontakt mit Eltern und Kindern, weil da kommt es ja eigentlich her. Ne? Üb das mal und werde dir bewusst, wenn du es benutzt hast. Und das tut einem selber auch gut, das macht einen so ein bisschen stolz. Und das Stück, also wir erleben es selber, man entwickelt sich ein Stückchen weiter. Und das kann man natürlich überall. Wirklich etwas, was Sie auch zu Hause benutzen können, im Umgang mit anderen Menschen. Natürlich, Kommunikationsverhalten wird überall gezeigt. Ne? Ich führe schon ganz bisschen ein, Marthe Meo.
Und damit ihr sozusagen beim nächsten Mal gut einsteigen kann. Es gibt Mathe Mio Elemente und die kommen alle immer noch mal vor. Das heißt, wenn ihr ihn heute noch nicht habt, ist nicht schwierig. Was ich mir von der Fortbildung verspreche, ist, dass ich einmal Handwerkszeug bekomme, um mit schwierigen Situationen besser umzugehen. Ich möchte mich selber sehen, wie ich auf Klienten wirke. Ich wünsche mir einfach, dass ich lerne zu warten, lerne auszuhalten, lerne geduldig zu sein und meinem Gegenüber auch das gut vermitteln zu können. Neue Impulse zu bekommen, um den Kontakt mit Klienten positiver gestalten zu können und dann vielleicht in schwierigen Situationen auch die Klienten dadurch besser motivieren zu können, am Ball zu bleiben. Und ganz konkret erhoffe ich mir eben dann durch eine Übung dieser Methode mit solchen Klienten einfach besser kommunizieren zu können. Und ich kann, das erhoffe ich mir davon, nachher spielerischer, bewusster damit umgehen. Dass jeder Mensch gesehen werden möchte. Dass ich das irgendwie in der Sprache bzw. in der Kommunikation verwirklichen möchte und dafür einige Handwerkszeuge an die Hand bekomme. Das Erste, was wir sehen, ist ein Vater mit seinem kleinen Baby. Das soll mich auch nicht wundern, das heißt nicht, es geht nur bei Kindern oder wir machen unsere erwachsenen Klienten zu Kindern, sondern einfach, dort ist es eindeutiger. Sozusagen Basics. Was wir machen, übertragen das nachher auf unser Klientel. Ne? Das ist hören und sehen geht es drum. Das Baby hat Hui gemacht. Und der Papa macht die Tönchen nach. Und damit weckt er ihre Aufmerksamkeit. Guck mal, wie die Kleine, die ist jetzt 3 oder 4 Monate alt, ne? Ihm folgt. Also Aufmerksamkeit wecken und einfach einen Bezug erstellen. Dann geht er in den Augenkontakt. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiges Element von Mathe Mio, das ist der Kontaktmoment. Und jetzt habe ich gelernt, in Holland sagt man dazu Anschluss machen. Das heißt, sich andocken. Ne? Und das geht natürlich am besten über den Blickkontakt. Und jetzt wird schon noch etwas anderes deutlich. Was macht er? Lächeln. In Mathe Mio heißt es das gute Gesicht. Das freundliche Gesicht, das offene Gesicht. Es geht nicht um Schönheit. Ne? Es geht um dem anderen spiegeln. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich bin da. Ne? Du bist mir angenehm. Ich schätze dich. Also das gute Gesicht. Und das sind auch eigentlich schon die ganz wesentlichen Elemente. Ich habe mit den anderen letztens schon noch ein paar weitere geguckt. Aber das sind die, wo du in Kontakt gehst, bezogen aufeinander, Eindeutigkeit, Wertschätzung. Das ist ja das Credo von Maria Arz auch. Jeder Mensch möchte gesehen werden. Ja, Leonie. Die Situation schildern und was dein Auftrag war? Ja, also der Auftrag war, das Benennen zu üben. Und ich habe mir dafür eine Situation ausgesucht, wo wir so ein bisschen, also mit der Klientin zusammen, so eine Planungszeit, weil sie zieht gerade um und wir haben so eine To-Do-Liste zusammen erstellt und sprechen immer kurz vorher dann durch, was haben wir schon gemacht, was machen wir jetzt, was steht für heute an. Das kommt. Das gucken wir. Ja, wir wollten ja jetzt nochmal überlegen, was wir schon erledigt haben von unserer To-Do-Liste für den Umzug und was noch nicht. Ne? Ja. Muss ich einmal mal suchen. Ja, mir ist aufgefallen, dass, also das war das Benennen, das erste, denke ich. Und mir ist aber auch aufgefallen, dass ich sie die ganze Zeit angucke und sie aber mich nicht zurück angucke. Aber hier sehen wir einen schönen Kontaktmoment. Ja, da jetzt. Aber davor hat sie die ganze Zeit noch so auf den Tisch geguckt. Ich leg den mal eben zur Seite.
kann ich mitgucken. Dann haben wir nicht, Bauschutt haben wir auch nicht, Dämmstufen haben wir auch nicht, Hausmittel haben wir, genau. Altholz haben wir nicht. Das ist natürlich für die Frau Wolf gut, dass du das so sagst, damit sie nicht verunsichert ist. Du kriegst da in deinen Unterlagen und für die ist klar, die sucht jetzt was. Mhm. Darum ist Benennen einfach so wichtig, auch gerade bei unseren Leuten, die ja manchmal Fantasien haben von der Garnitur. Ja, das hatte ich aber auch schon so mitgenommen und hatte das, also das war auch nicht inszeniert, aber bewusst so gemacht in der Situation. Ja, sehr schön. Holz, Hausmüll und Altpapier. Genau. Denke ich. Ne? Das soll ja so weit sein. Okay. Okay. Ich lasse das noch hier so liegen, dann können wir da zwischendurch noch mal gucken. Ja. Sehr schön. Aufgabe gut erfüllt. Ist es dir auch ein bisschen klar geworden? Ja, doch. Ja. Ich hatte es nur einmal schnell so durchgeguckt, aber wenn man es doch nochmal so mit Bedacht guckt, dann sieht man auch noch viel. Also ich hatte jetzt vor allem aufs Benennen geachtet, mhm. Dann sieht man die anderen Elemente doch auch noch. Ja, ja. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Lyon zu tun. Sich erkennengelernt habe ich jetzt schon ein bisschen schneller, als ich so oft geguckt habe. Aber ja, sehr schön. Prima. Ganz toll fand bei dem Mate Meo, dass das eine ganz, wie will ich sagen, eine Form ist, die mit ganz wenig ganz viel bewirkt und dass es ganz herzlich ist und ganz, ganz empathisch. Also dass man sich immer wieder bewusst macht, positiv an alles dran zu gehen und positiv auch mit den Leuten immer umzugehen. Mhm. Auch wenn die einem vielleicht was Negatives erzählen, dass man das aber immer noch wieder positiv bearbeitet. Kann und nicht ins Negative abrutschen. Wenn ich das so sehe, denke ich auch, kannst du eigentlich doch ganz gut Gespräche führen und leiden. Und, ja, ein bisschen Traurigkeit ist auch dabei, weil in meinem Arbeitsalltag eben aufgrund vieler Dinge, die Druck ausüben, die Muße eigentlich für diese Arbeit oft fehlt, also für diese Methode. Ich würde sehr gerne viel mehr so arbeiten, aber oftmals ist es eben leider gar nicht möglich. Wie wichtig ist, Wert auf den ersten Kontakt zu legen? Das ist mir klar geworden. Also nicht so eine beiläufige Begrüßung und direkt zum Thema und kommen Sie jetzt aber mal schnell, wir müssen ja los, sondern die Begrüßung wirklich zu sehen und groß zu machen. Ja. Das habe ich gelernt, beziehungsweise darauf achte ich jetzt mehr, das ist mehr in meinem Bewusstsein drin. Ich habe jetzt für mich gemerkt, dass ich mich auf mich und meine Kompetenz einfach verlassen kann, so wie ich bin, und es ist auch schön, das zu sehen. Also ich kann das jetzt gut mir anschauen und finde das sehr schön. Also sogar wenn ich mich da in diesen Situationen sehe, finde ich das gut. Finde ich das wirklich gut, was ich da mache. Und es kommt ja auch an, also man sieht ja dann auch am Gegenüber, an diesen Momenten, die ich sonst ja auch nicht so mitkriege, weil ich sehe mich nicht, wenn ich mit jemandem spreche. Wirklich sehr positiv wird und dass man eigentlich merkt, was für einen schönen Effekt das hat, was man dann so macht und wie man arbeitet, und das ist einfach ja, für einen selber auch sehr positiv. Ja. Und natürlich dann auch nochmal doppelt positiv, wenn man sieht, dass der Klient da wirklich viel von hat. Ja, das ist Mate Meo. Ja. Dem anderen im Grunde die Chance geben, es selbst zu können. Und dann auch zu bemerken, hey, du hast ja selbst geschafft. Wie toll. Das macht groß, das lässt die Klienten machen. Also man sagt ja, Mate Meo lässt Menschen wachsen. Kannst du da was mit anfangen? Ja, also wenn ich das so sehe, ist es genau eigentlich der Effekt. Ne? Wir hatten ja schon mal eine Sequenz aufgenommen, da ging es um das Warten. Genau.
Und die würde ich Ihnen jetzt noch mal gerne zeigen. Sehr gerne. Weil nämlich, wir können ja nicht zu Ihrem Mann nach Hause aufnehmen, aber ich habe schon Elemente von Warten auch in unserem Gespräch wieder gefunden. Und die würde ich Ihnen gerne zeigen, wie schön Sie nämlich warten können. Tatsächlich, ja. Nicht so einfach. So, da rede ich ja und Sie warten. Sie lassen mich, genau, Sie lassen mich reden. Ich habe ja da die Einleitung und Sie sitzen da, ganz offen, freundliches Gesicht. Das haben Sie ja. Ja, doch, das finde ich sehr, sehr schön. Sie gucken immer ganz freundlich, offen, auch interessiert. Auch da sehen Sie das, ne? Schauen Sie mal, ne? Das ist so ein offenes Gesicht. Und während ich eben die Einleitung so bringe, sitzen Sie die ganze Zeit da und warten. Ja. Und das, aber der Dinge, die kommen. Und aber der Dinge, die kommen, genau. Und das zu übertragen auf die Betreuung, Begleitung Ihres demenzerkrankten Mannes, das, denke ich, ist wichtig, auch für Sie, weil Sie nämlich so, wenn Sie warten, sich ein bisschen zurücklehnen und so ein bisschen Tempo rausnehmen. Also Sie gönnen sich selber auch eine Verschnaufpause, indem Sie mal warten. Das, glaube ich, ist auch wichtig für Sie. Also das Allerwichtigste ist, dass ich es jetzt einfacher habe, mit meinem Mann umzugehen, weil ich diese drei Dinge eben kenne. Und wenn ich sie anwende, das gibt eine Sicherheit, weil mein Mann ja auch dann darauf eingeht. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, dann hätte ich es viel schwerer. Es macht mir jetzt gar nichts mehr aus. Ich auch mal, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wo wo ich einfach nicht so viel reden möchte, dann sage ich das auch. Sage ich auch mal, weißt du, bleib jetzt einfach mal hier sitzen, ich bin jetzt auch müde. Lass mir mal ein bisschen Zeit. Da muss ich mich auch erstmal wieder sammeln. Ne? Und das wäre das Benennen. Auch Sie benennen auch Ihre Bedürfnisse. Ach so. Ja, ich bin froh, dass Sie gesagt haben, Sie machen den Prozess mit. Sie wissen, dass wir Projekt hier haben, Mathe-Mio in der Angehörigenberatung. Sie sind Angehörige. Ja, das ist richtig. Sie sind Angehörige Ihrer Tochter. Und was hat Sie motiviert? Motiviert haben mich eigentlich zwei Dinge. Das erste ist der Vortrag von Frau Dr. Losling, der mich so beeindruckt hat. Und seitdem habe ich auch mein Leben versucht, in andere Bahnen zu bringen. Gelingt mir nicht immer, aber das ist im Kopf, ist das alles noch da. Und ich kann das doch oft noch abrufen, sehr oft sogar. Und das Zweite ist, dass meine Tochter hier in dieser Einrichtung, in der Tagesstätte, so gut aufgehoben ist. Und ich sehe, dass es ihr besser geht zeitweise, dass sie so viel Freude hat. Und diese Freude kommt auch wieder zu uns als Eltern, zu mir zurück. Das sind jetzt zwei Sachen. Super. Dadurch, dass es meiner Tochter ja besser geht, kommt sie ja auch jetzt auf eigene Ideen schon mal. Sie sagt auch jetzt selbst schon mal, es ist nicht sehr oft, dass sie sagt, sollen wir mal nach Rheinbach fahren. Dass ich also abwarten kann, was passiert jetzt oder nicht. Oder ich brauche mich damit nicht immer zu befassen und überlegen in meinem Kopf, der dann so voll ist, was könnten wir jetzt, was soll passieren. Ich kann es nicht immer, aber ich bin ja auch kein Roboter, aber es kommt mir immer wieder ins Gedächtnis. Das Warten. Warten. Das ist ein wesentliches Mathe-Mio-Element. Ja. Und es gibt noch ein paar andere. Es sind aber alles Elemente, die sehr natürlich und einfach sind. Also ich habe auch einen Zettel in meiner Nachttischschublade liegen. Da stehen diese Worte drauf. Ab und zu, wenn ich mal wieder in meine alten Verhaltensmuster falle,
Oder wenn es mir nicht gut geht, dann hole ich diesen Zettel schon mal raus und dann setze ich mich ganz bewusst auf die Bettkante und lese diese Worte, die ich im Prinzip ja auswendig kenne. Und das sind auch so, das sind so Momente, die dann, wo ich dann wieder zur Ruhe komme und halt, ja, dass ich mich freue, wenn es, wenn mehr Ruhe einkehrt und wenn ich viele Dinge dann auch klarer sehe. Ja. Für mich ist das abgeschlossen mit einer sehr positiven, wie ich vorhin auch sagte, mit, ja, rund ist es. Dann sage ich, komm, denk mal an den Film, lass ihn, dann werde ich auch langsam. Ja. Dann werde ich auch ruhiger. Und denke, mein Gott, es ist halt so. Lass ihn machen und du bist halt hier und machst dann, guckst du halt zu. Und das können sie dann auch gut, ohne dass sie innerlich so ein bisschen nervös werden. Das geht jetzt. Das geht jetzt aber wirklich wegen des Films. Das ist ja, weil ich daran denke, ich sehe mich da, ich fand das Bild so süß, wir saßen hier und ich habe vorgelesen und so weiter. Das ist bei mir irgendwo, das visualisiere ich dann und denke, langsam. Und er ist ja auch glücklicher mit. Ne? Glücklicher mit. Ich sehe es immer an seinem Gesicht. Sein Gesicht spiegelt wieder, wie er sich fühlt. Und wenn ich ihn gehetzt habe, da war er immer so tief traurig. Und ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen gelernt habe, dass er so strahlt wie jetzt. Ich denke, wenn sie das weitermachen, diese Methode Mate Meo, dass sie noch einigen Leuten helfen können. Und mir hat